Moin! Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich schon wieder, was macht der Sebastian mit einem Schaukelpferd in der Werkstatt? Das will ich euch sagen. Ein Schaukelpferd ist eigentlich ein tolles Beispiel für ein dynamisches Gleichgewicht. Wenn wir das Schaukelpferd anstoßen, schaukelt es immer um sein Zentrum herum, von vorne nach hinten, ohne umzufallen. Es befindet sich also in einem dynamischen Gleichgewicht. Das Gleiche passiert, wenn wir auf zwei Beinen stehen. Wie der Zweibeinstand im physiologischen Sinne aussieht, haben wir im letzten Video besprochen. Was wir allerdings noch nicht besprochen haben, ist, welche Grundvoraussetzungen der Unterstützungsfläche und des Vorfußhebels es dafür braucht. Wenn ein Patient also nicht in der Lage ist, sein dynamisches Gleichgewicht aktiv mittels seiner eigenen Muskulatur herzustellen, ist es ganz wichtig, dass wir die ihm zur Verfügung stehenden Hebelverhältnisse optimal ausnutzen. Um das richtig erfassen zu können, haben wir die Unterstützungsfläche hier einmal ganz genau angezeichnet. Vom höchsten Punkt der Abrolllinie bis zur Fersenkante. Das ist die komplette, dem Patienten zur Verfügung stehende Unterstützungsfläche. Und der hier schraffiert markierte Bereich ist der Bereich, durch den das Lot aus dem Körperzentrum fallen sollte. Dieser Bereich erleichtert uns nicht nur die Planung des Lotaufbaus, sondern unterscheidet für uns auch gedanklich ganz klar den Vorfußhebel vom Fersenkipphebel. Und um den Vorfußhebel und deren mechanische Aktivierung soll es uns heute gehen. Wir wollen also die einzelnen orthopädietechnischen Möglichkeiten besprechen, die wir haben, den Vorfußhebel mechanisch zu aktivieren, um ein Gleichgewicht für den Patienten zu erzeugen und ihm das Stehen auf zwei Beinen möglich zu machen. Im physiologischen Sinne ist Stehen also ein dynamischer Vorgang. Es finden permanent Ausgleichsbewegungen um das Sprunggelenk herum statt, um dafür zu sorgen, dass der Körperschwerpunkt sich über der Unterstützungsfläche und bestenfalls über der hier schraffierten Markierung befindet. Um einfach ein stabiles, also statisches Gleichgewicht herzustellen, würde es ausreichen, einfach eine starre Orthese ohne Gelenk zu bauen. Das reicht uns natürlich nicht, weil wir Orthesen nicht nur zum Stehen bauen, sondern auch zum Gehen. Und wir versuchen natürlich funktionell immer möglichst dicht an die physiologischen Gegebenheiten heranzukommen. Aus diesem Grund gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einen Dorsalanschlag darzustellen und damit mechanisch den Vorfußhebel zu aktivieren. Ich möchte euch einmal die unterschiedlichen Möglichkeiten vorstellen, einen Dorsalanschlag darzustellen. Beginnen wir einmal mit den Systemknöchelgelenken mit statischem Dorsalanschlag. Von links begonnen haben wir das Neuroklassik mit einem einfeilbaren Dorsalanschlag. In der Mitte das Neurovarioklassik mit einem justierbaren Dorsalanschlag. Und auf der rechten Seite das Neurovarioklassik 2, welches die gesamte Flexibilität der Plug-and-Go-Serie und eine Geräuschdämpfung des statischen Dorsalanschlages vorhält. Ebenfalls mit statischen, justierbaren Dorsalanschlägen sind die Gelenke Neurovario, Neurovario 2 und Neurovario Spring ausgestattet. Zu den Systemknöchelgelenken mit dynamischem Dorsalanschlag zählen das Neuroswing Classic, Neuroswing und Neuroswing 2. Auch das Neuroswing H2O bietet als wasserfestes Gelenk die Möglichkeit, einen dynamischen Dorsalanschlag zur Verfügung zu stellen. Über den Bereich des Vorfußhebels bis zum höchsten Punkt der Abrolllinie haben wir schon gesprochen. Über den Bereich vor dem höchsten Punkt der Abrolllinie sollten wir auch unbedingt sprechen. Wenn wir den, wie hier dargestellt, ohne Spitzenhub darstellen würden, würden wir im Prinzip den Vorfußhebel
zur Ausnutzung eines statischen Gleichgewichtes natürlich vergrößern und die Sicherheit im Stehen verbessern, würden allerdings die physiologische Schrittabwicklung zwischen Late Mid Stance und Initial Swing verhindern. Wir brauchen also einen Spitzenhub, um das Einleiten der Schwungphase überhaupt zu ermöglichen und das Ablösen der Ferse im richtigen Moment in Terminal Stance zu verursachen. Lass uns die Funktionalität noch einmal kurz zusammenfassen. Unter Zuhilfenahme eines Dorsalanschlages können wir also den Vorfußhebel aktivieren. Und der Bereich von der Schraffierung bis zum höchsten Punkt der Abrolllinie ist für uns relevant beim Stehen, sorgt also für ein rückhebelndes Moment auf Knie und Hüfte, wirkt also Knie- und Hüftstreckend und sorgt für Sicherheit zwischen Mid-Stance und Late-Mid-Stance. Die Distanz zwischen dem höchsten Punkt der Abrolllinie und der vorderen Kante des Schuhs sorgt zwischen Late-Mid-Stance und Initial-Swing für die Ausprägung des Kniewinkels, hat also direkten Einfluss auf die Kniebeugung während der Entlastung des Beines, wenn man so möchte. Ja, vielleicht konntet ihr ein paar interessante Informationen aus diesem Video mitnehmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.